Moin YouTube, ja, Version 9.1 oder 0.9.1 von World of Tanks ist draußen und was darf da natürlich auf gar keinen Fall fehlen, richtig, deswegen seid ihr auch hier die richtige Modpack-Version und die werden wir uns jetzt mal gemeinsam angucken. So, dann gehen wir mal rüber auf die Homepage, den Link packe ich natürlich hier unten in die Beschreibung rein. Da startet ihr dann eigentlich auch standardmäßig unter Download und Installation. Wenn nicht, geht einfach da drauf, ist ja kein Problem. Und hier finden wir auch schon den passenden Modpack für unsere WoT-Version. Hier steht ja auch Download des Modpacks für World of Tanks 0.9.1. Da geht ihr dann einfach einmal rauf. Und ich habe das eben gerade schon mal gemacht. Hier oben findet man das Ganze dann ja für diejenigen, die Firefox benutzen. Bei Chrome oder anderen Browsern wird ihr es ja auch finden. Da kennt ihr euch dann ja auch aus. Ich nicht, nicht so schlimm. Ich benutze ja Firefox. Ja, auf der Website hier, wie immer schon eigentlich, hier zum Beispiel die Icons. Da könnt ihr euch das Ganze mal angucken, welche ihr wollt. Hier für sechs Sinn, für ja, die verschiedenen Sachen, die der Mod mit sich bringt. Aber wir schauen uns das Ganze jetzt einfach mal an. Dazu öffnen wir natürlich erstmal die Setup-Datei. Das heißt, wir gehen hier nochmal rauf. So, ausführen, klar. Ja, ich will das Ganze installieren. So, da behalten wir, denke ich mal, Deutsch bei. Gut, dann kommt da schon mal ein Fenster. Weiter auf jeden Fall. Die Lizenzbedingungen müssen wir natürlich annehmen. Ja, der normale Installationsordner hier, C Games World of Tanks, habt ihr hier. Da findet ihr das Ganze normalerweise drin. Das heißt, ihr müsst ihr eigentlich auch nehmen. Wenn das dann nicht drin ist, falls ihr es woanders installiert habt, halt entsprechend abändern. Das sollte ja eigentlich kein Problem sein. Dann können wir auf Weitergehen wieder. Denn hier haben wir jetzt die ganzen Einstellungen und die werden wir jetzt einfach mal schnell durchgehen. Einmal hier oben haben wir natürlich wieder das Farbschema, kann man auch auf farbenblind stellen, brauche ich nun nicht, aber ist eventuell für einen oder anderen ganz praktisch, der ja eine rot-grüne Schwäche hat, dass man die Gegner vor hier im Busch oder im Wald besser sieht. Dann haben wir hier einmal ja XVM mit automatischem Login, habe ich jetzt nicht gemacht, dann den Spielerstatistiken, die habe ich. Da habe ich jetzt die farbigen Punkte gewählt, kann man aber auch die Namen farbig machen, da hat man keine Punkte. Dann die Bewertungsformel, hier lasse ich nach WN8 bewerten. Dann geht es weiter mit den Lebensbalken in den Spielerpanels und ja, da hat er mal hingeschrieben, verursacht FPS-Einbußen, die sind ein bisschen aufwendiger als die normalen. Und ehrlich gesagt reichen mir die normalen auch aus, deswegen habe ich das mal nicht genommen. Dann Zoom der Minimap durch Halten der Steuerung-Taste aktivieren. Habe ich jetzt auch nicht, da ich sowieso eigentlich immer mit dem Mausrad zoome. Hier dann die Überlegenheitsabzeichen, dass ihr die in der Garage ja, angezeigt bekommt. Habe ich einfach mal gemacht. Dann weiß man immer schön gleich, auf welchem Panzer man welches Abzeichen schon hat. Ja, dann ganz wichtig, Hitlock. Finde ich ehrlich gesagt sehr praktisch. Habe ich jetzt hier links oben neben die Uhr gepackt nach einem Spiel. Das bedeutet, da wissen wir dann, wie viel Damage wir an welchem Fahrzeug gemacht haben. Wie viel insgesamt und sowas. Durchschnittsschaden auch noch. Finde ich ganz praktisch. Da drunter die Lebensbalken. Ja, da habe ich halt auch jetzt auf Standard belassen. Wodurch man das Ganze natürlich dann auch im Spielemenü noch konfigurieren kann. So, wir gehen ja schon mal ein bisschen runter. Bla bla bla, so. Dann die Counter-Icons, da, warte, gehen wir noch mich auch einmal hier auf die Website. Das wären dann nämlich die ganzen Dinger hier. Da habe ich mich für die hier entschieden. Könnt ihr natürlich auch einfach die anderen nehmen, je nachdem, was euch gefällt. So, da haben wir das Setup. Gehen wir da wieder rauf. Was haben wir noch? Dann die Clan-Icons könnt ihr euch auch anzeigen lassen.
Brauche ich ehrlich gesagt nicht. Reicht mir, wenn ich weiß, welcher Clan das ist. Da brauche ich nicht noch das komische Icon dazu. Sechster Sinn. Da gehen wir auch nochmal hier hin. Da haben wir mal einige. Sind inzwischen noch mehr. Da habe ich hier eigentlich immer Two-Face Roadrunner gehabt. Die sind weg. Finde ich aber nicht gut. Schade. Ich glaube, da nehme ich mal das Auge. Das könnte mir auch gefallen. Aber, das gibt's nicht. Der Ton ist noch da. Roadrunner. So ein Miep, Miep. Das behalten wir mal. Gehen wir mal weiter runter. Was haben wir noch? Das Fahrenkreuz. Klar, das Fahrenkreuz. Das ist ja eigentlich eine sehr klassische XVM-Sache oder Mod-Sache, die viele sich abändern. Ich ehrlich gesagt nicht. Ich finde das normale Fahnenkreuz eigentlich erstaunlich gut und komme da wunderbar klar. Insofern habe ich das jetzt mal alles weggelassen. Könnt ihr natürlich gern nehmen. Da könnt ihr ja einstellen, welches, was ihr ja wollt. Das Jimbos ist ja sehr beliebt. Da kann man halt noch einstellen, die entsprechenden Sachen hier. Habe ich jetzt mal nicht. Darunter haben wir nochmal den P-Mod, den finde ich wiederum sehr wichtig, denn, ja, ich sag mal so, wenn man dann beim Zoomen und so weiter da ein bisschen näher ran will hier, da kann man doch deutlich näher rein. Dann habe ich jetzt mal auf 5 Zoomstufen in die Mitte hier den Punkt gesetzt, da kann man doch schon deutlich weiter rein zoomen. So, wir wollen aber nichts überspringen. Sitzungsstatistik habe ich natürlich auch an. Das bedeutet, man hat unten rechts im Systemkanal immer ja die Auswertung über XVM, was man praktisch geleistet hat schon am Tag und für die entsprechenden Gefechte. Das lasse ich dann auch täglich automatisch zurücksetzen, dass wir nicht immer manuell machen müssen. Da hat man dann für jeden Tag seine eigene Statistik, was man an dem Tag so geschafft hat. Und ja, weiter rauszoomen habe ich auch hier aktiviert beim Zoom-Mod, dass man ein bisschen von oben sich das Ganze angucken kann. Dann, schwarze Schatten im Richtschützenmodus deaktivieren, habe ich auch mal gemacht. Das könnte einfach nur irritieren, genau. Das könnte aber irgendwie tatsächlich ablenken, finde ich. Dann, Richtschutzmodus nur per Shift-Taste aktivieren, würde ich auf gar keinen Fall nehmen. Wie gesagt, ich bin so einer, der immer übers Mausrad da reingeht. Das wird mich ja komplett fertig machen. Immer bei einer bestimmten Zoom-Stufe starten, das kann man, finde ich, durchaus machen. Wenn man dann halt über die Shift-Taste durchaus mal reingeht, ist mir jetzt auch egal, weil ich halt immer über den, ja, übers Mausrad da reingehe. Da haben wir nochmal die Kameraoption. Weichenzoom im Arcade-Modus deaktivieren. Brauche ich es nicht. Finde ich eigentlich so in Ordnung, wie es sich normalerweise zoomt. Was ich jetzt hier nochmal genommen habe, das Aufblitzen der Kamera bei erhaltenem Treffer deaktivieren. Ich finde, das könnte eventuell auch ablenken. Machen wir das mal aus, genauso wie das Wackeln. Und die horizontale Stabilisierung habe ich auch mal aktiviert. Also für immer. Dann Rückstoßeffekte der dynamischen Kamera vollständig deaktivieren. Habe ich jetzt noch nicht gemacht. Könnte, denke ich, ganz gut aussehen einfach. Und die freie Kamera in Replays aktivieren mit F3-Taste finde ich auch eigentlich recht wichtig. Dass man sich da mal ein bisschen umschauen kann. Das bleibt also auf jeden Fall da drin. Dann könnt ihr noch bei euren Jagdpanzern die automatische Handbremse deaktivieren. Ich wüsste zwar jetzt nicht warum, aber wer es will. Dann bevor zu Server merken, finde ich wichtig, denn ja, man hat ja irgendwie immer so den Server, wo man mit Freunden auch irgendwie drauf ist, also WT1 oder 2 oder EU1 oder 2 oder wie auch immer die nochmal hießen. Ja, da braucht man nicht immer entsprechend den einwählen und so auch auf immer auf dem richtigen, ganz praktisch, finde ich. Startbasis im Ladebildschirm anzeigen. Keine Ahnung, ehrlich gesagt, was damit gemeint ist. Ihr werdet es herausfinden, wenn ihr es mal nehmt. Damage-Panel mit eingehendem Schaden und Feuer. Feuer bei Ton, genau. Und Ton bei Feuer und Munitionslagertreffer. Habe ich auf jeden Fall mit drin, denn ich bin einer,
der nicht so viel Kohle ausgeben will für irgendwelchen Kram da. Und entsprechend habe ich halt immer nur den normalen Feuerlöscher dabei. Und wenn dann dieser Ton kommt da, wenn man angefackelt wird, ist es auch sehr praktisch, falls man es bis dahin nicht gemerkt hat, dann kann man noch mal schnell die 6-Taste drücken, ja. Infopanel mit Informationen zum aktuellen Ziel. Ja, für das eigene Team und Gegner anzeigen habe ich mal genommen. Da gehen wir noch einmal hier auf die Webseite. Das wäre dann nämlich dieses Kästchen hier. Wenn man auf den entsprechenden Gegner mit Fahnenkreuz geht. Oder halt auch bei Teammates, wenn er das für beide einstellt. Was haben wir hier noch? Garagenmods. Das bedeutet, ihr könnt nicht nur eine Zeile hier unten haben, sondern mehr übereinander. Dann gehen wir mal kurz hier ganz nach unten. Zubehör merken und automatisch ein- und ausbauen. Oh, ich liebe es. Ich liebe es einfach nur, sage ich euch, Leute. Bedeutet, ich nehme ganz gerne natürlich auf dem Jagdpanzer oder so mal ein Tarnnetzfett oder solche Sachen. Oder auf dem Medi ein Reparaturkit, damit die Kette schneller wieder heil ist. So, und das merkt sich ganz einfach, auf welchem Panzer man welche Sachen immer mitnimmt. Und wenn ihr auf den Panzer geht, baut er das von allein ein und von allein dann entsprechend auch wieder außen in einen anderen. Und das ist einfach nur super praktisch, sag ich euch. Weil man früher habe ich damit immer so Ewigkeiten zugebracht, die Sachen hin und her zu bauen. Jetzt gar nicht mehr. Das ist super praktisch. Also das würde ich euch auf jeden Fall ans Herz legen. Super geil. Gut, dann haben wir da drunter noch die Uhr. Ist ja auch gar nicht so schlecht. Sieht man immer, wie lange man schon am PC sitzt. Kürzer wird es eigentlich zwar auch nicht, aber egal. Dann der Damage Indicator, das bedeutet, man hat einmal diesen Pfeil, ist nicht wirklich, aber diese Anzeige entsprechend aus der Richtung, wo der Schuss kam. Dann die größere Munitionsanzeige. Genau, das ist glaube ich beim Fahnenkreuz, dass ihr da entsprechend das ein bisschen größer habt mit der Munitionsanzeige. Server-Fahnenkreuz habe ich jetzt nicht genommen. Soll ja eher zu Verwirrung führen, da ein gewisser Lag hintersteckt. Dann die verbleibende Lebenspunkte des Teams, also des eigenen und des gegnerischen. Das ist neu jetzt in der Version anscheinend. Ich überlege, ob ich das gerade auch nochmal nehme, aber ich denke, ich lasse das einfach mal jetzt eher aus. Dann gelbe Streifen an den Seiten halbhoher Wagen. So. Habe ich jetzt mal genommen. Habe ich auch schon letzte Version genommen. Dass man nicht bei solchen Sachen wie Eisenbahnwaggons oder so, dass man dann praktisch gewarnt wird, dass man da nicht durchschießen kann. Oder wie war das? Bin ich mir gerade ehrlich gesagt nicht sicher. Na gut. Ich lasse mir das lieber mal. Was haben wir noch? Alternative Texturen für die Kartengrenzen. Oh gut, kann man ausprobieren, muss man auch nicht. Beschuss von Alliierten und toten Panzern verhindern. Ja gut. Nimm ich jetzt mal ehrlich gesagt nicht. Auf tote Panzer schießen ist doof. Das ist Verschwendung. Auf alliierte Panzer schießen, auch wenn man das nicht soll, ist manchmal nötig, sag ich mal. Ist ganz offensiv. Wenn ihr ein K.O.-Trumpf fährt, der dich teamkillen will oder so, nicht? Also, ich lasse das einfach mal an. Oder halt entsprechend aus hier. Was haben wir noch? Wir kommen dem Ende entgegen. Spot-Benachrichtigung im Zufallsgefecht deaktiviert. Okay. Ist das so eine Art sechster Sinn-Sheet oder wie soll ich das verstehen? Hört sich sehr komisch an, lasse ich erstmal aus. Einfarbige Panzerwracks. Gut, das heißt, man kann die Panzer deutlich sichtbar machen, die tot sind. In der ESL sowieso schon mal nicht erlaubt, wenn man die dann so gut sieht anscheinend. Lassen wir entsprechend auch aus. So.
Wenn wir hier jetzt durch sind und ihr die ganzen Einstellungen getroffen habt, die ihr wollt, drücken wir mal auf Weiter. Und dann kommt nochmal dieses Feldchen hier. Würde ich auf jeden Fall saubere Installation nehmen. Hier steht es auch schon. Achtung, löscht vor der Installation alle Mods im Rest-Mods-Ordner. Insofern, wenn ihr noch andere Mods habt, saved euch die bitte erstmal, bevor ihr jetzt nochmal weiterklickt. Und packt die entsprechend später bei Bedarf dann nochmal wieder rein. Müsst ihr sowieso gucken, ob sich das mit XVM reimt. Aber ja, damit man ja definitiv sagen kann, dass XVM läuft, würde ich das auf jeden Fall nehmen. Das bedeutet, dass wenn ihr hier Haken reinmacht, haut auch mal alle Mods weg. Da steht es auch. Entsprechend müsst ihr auch hier dann wieder den Kram da reinziehen wieder. Als letzten hier nochmal Replays mit Road of Tanks verknüpfen. Würde ich auch machen. Desktop-Symbol erstellen brauche ich noch nicht. Da habe ich schon was. Und dann steht der ganze Aktion eigentlich nichts mehr im Wege. Hier lässt er nochmal kurz auf, was er alles machen will. Und wir drücken das Ganze jetzt mal ab und lassen es kurz durchlaufen. So, das wäre es auch schon gewesen. Und wir starten dann mal World of Tanks. So, da wären wir in der Garage. Eigentlich erstmal alles gut. Hier steht die Uhrzeit, der Tag, Name, Panzer. Lustiger Panzer übrigens. Server, die Zahlen, wie immer. Hier haben wir den Ping. Eigentlich alles gut. Falsch, nicht alles gut, denn eine Sache müssen wir nochmal machen. Wenn ihr nämlich mal euren Systemkanal öffnet, werdet ihr hier was sehen. Status inaktiv. Denn seit dem letzten Update müssen wir ja und natürlich auch nach wie vor auf der XVM-Webseite erstmal das Ganze aktivieren. Und das werden wir jetzt nochmal kurz machen. So, da werden wir auch hier im Browser und als erstes werde ich mal auf Deutsch klicken. Das geht ja mal gar nicht. Dieses komische russische Gelaber hier versteht ja keiner. In Kyrillisch. Boah, keine Ahnung. Ja, dann klickt ihr oben auf Einloggen. Wir sind auf dem EU-Server. Und da müsst ihr euch hier jetzt mit eurer ID anmelden. So, Leute, da musste ich mal kurz einen Cut machen. Denn mir ist aufgefallen, ja, seht ihr natürlich erstmal, wie hammerhart meine E-Mail-Adresse. Das muss ja nicht unbedingt sein. Insofern habe ich mich jetzt mal still und heimlich schnell angemeldet. Und ja, was dürft ihr sehen? Das ist für mein VOT-Name. Und dann, hier steht es ja auch schon, klicken wir einfach mal da drauf. Ja, und damit wäre es eigentlich praktisch schon erledigt. Die Statistik ist jetzt 14 Tage aktiv. Danach müsst ihr wieder auf die Seite gehen. Und ja, nachdem es abgelaufen ist, könnt ihr es nämlich auch erst wieder einschalten. Das ist ein bisschen nervig. Gut, Leute. Damit wäre jetzt eigentlich wirklich alles erledigt. Ihr müsst eventuell nur VOT nochmal neu starten. Danach dürfte der Systemkanal dann endgültig so aussehen. Da zeigt ihr euch dann an, dass der Status auf aktiv jetzt ist, wie lange das Ganze noch vorhanden ist, also wann ihr wieder aktivieren müsst erneut. Die Statistik bekommt dann auch nach dem ersten Gefecht hier schön angezeigt. So, und ich spiele jetzt noch eine schöne Runde T62A, ein bisschen Fußball. Wer Bock hat, schaut mal auf meinem Kanal vorbei. Ich bin raus, bis nächstes Mal, tschüss.